starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. Do what you can. Welche Freunde denn? Da! Suchen. Ach nee, das ist Fahrzeug. Okay, ich dachte eben schon. Aber man sieht, wir sind gerade mal in dem kleinen Teil der Map die ganze Zeit beschäftigt. Also das ist schon richtig krass. Verbündete in Schwierigkeiten, Freunde in Not müssen wir jetzt eigentlich noch machen. Dann fahren wir einfach... Ach komm, dann fahren wir mal schnell rüber. Was soll's? Sonst kriegen wir gleich wieder Abzüge. Das will ich ja nicht. Sehr gut. Sehr gut, das wollte ich hören. Fallen sind bereit. Wir müssen da runter und dann rechts. Oh, scheiße. Okay. Stoßstange ist weg. Und auf geht's. Wir brauchen dringendst mehr Leute, um mehr Außenposten errichten zu können. Sonst kriegen wir gleich echt Probleme. Aber mit einem Auto kommt man auf der Map echt gut voran, muss man sagen. Boah, was für eine geile Gegend ist das denn hier? Krass. Rette... Oh, oh. Ins Auto, ins Auto! Oh, lass das Gas an, Mann! Oh, Mann. Meine Fahring... meine Fahring-Skills, ja, genau. Genau die, die Fahring-Skills. Die sind echt ein bisschen eingerostet hier. So, auf geht's. Steig jetzt aus. Ich bin auf dem Weg. So. Komm her! Alright, you're safe. Let's go, let's go! Hä? Guess I've wasted enough of your time. Let's get out of here. Ja, auf geht's, komm! So. Rein mit dir und weg hier. Das ist aber eine geile Gegend hier, ne? Ich sehe auch, da steht noch ein gutes Auto. Moment. I guess I've always bitten off more than I can chew. Like that time when I hit on Richie Peters' girlfriend. Man, that was a mistake. So, not only does he beat the shit out of me, right? She breaks up with him over it and starts going out with me. Turns out she's a total fucking psycho. She handcuffed me to her futon and threatened me with a knife because she saw me talking to my sister. Yeah, true story. Ja, das ist ein bisschen krass. Messer bedroht. Merkmal entdeckt, ganz oder gar nicht, von Sawyer. So, hoffen wir mal, dass der hier ein bisschen Vertrauen jetzt in uns gewinnt. Denn der war ja einer von den Verbündeten, die nicht so gut auf uns zu sprechen waren. Und ich hoffe jetzt auch mal, dass ich hier in der Baustelle Materialien finde, aber es könnte gut sein. In den Baustellen ist es am wahrscheinlichsten. So, ich hoffe, der kriegt den Zombie jetzt. Alter, wie er den gerade... Alter, wie er den gerade zersmashed hat, ist ja unfassbar. So, zack. Materialressource! Ach was! Nach Hause funken. Oh, soll ich das echt mal... Das ist viel zu weit, aber das machen wir trotzdem. Hier liegt noch Benzin, das gibt's ja wohl nicht. Krass. Echt krass. Da müssen wir vielleicht nochmal Dings suchen. Plünderer holen. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal hin. Ja, das können wir nicht mitnehmen. So, und wir haben alle Ressourcen gefunden in dem Gebäude. Das heißt, wir müssen hier nochmal zurück. Gut, was soll's. Da steht ein gutes Auto. Ich lasse das gute Auto mal stehen. Das könnten wir noch gebrauchen hier zur Flucht vielleicht, wenn wir das nächste Mal hier sind. Das scheint nämlich das einzige Auto hier im Umkreis zu sein. Und dann demolieren wir erstmal das hier noch, richtig? Zombie-Horde! Woo! Bam! Haha! Zwei Stück übrig. Zombie-Horde getötet! Wuhu! So, und wir... Oh, wir wollen da ja gar nicht lang. Ich will ja da... Ja. Diese Steuerung! Und das Auto qualmt. Das hört sich überhaupt nicht mehr gut an. Jetzt schnell... Und genauso gut lässt sich auch lenken. Wir müssen jetzt dringendst... Boah, scheiße. Nicht explodieren, nicht explodieren, nicht explodieren. So, das Auto ist total Schrott. Jetzt liefern wir mal hier das Zeug ab. Yes! Geil.
you know, stuff. So, Moment. Wir können jetzt mal hier tatsächlich die Werkstatt hier ausbauen. Dann können wir Karosserien, Reifenschäden werden über Nacht behoben. Um 100% beschleunigtes Bautempo. Geil. Und wir scheinen auch einen Werkzeugexperten zu haben, sonst könnten wir das gar nicht machen. Und hier könnten wir noch Betten, bietet plus 8 Betten, das brauchen wir auch noch. Da brauchen wir wieder Materialien. Und wir wissen ja, wo wir Materialien... Wo wir Materialien finden. So, wir wechseln jetzt erstmal den Charakter. Und zwar zu unserem Ursprung... Ach, die ist beschäftigt. Dann, wen nehmen wir denn dann? Lea Johnson, Wachschicht, Wachturm. Nee. Werkzeugexperte, okay. Wieso sind das alle keine Freunde? Das gibt's doch nicht. Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. Alter. You may need to hurry. Der einzige Char, zu dem ich wechseln kann, der kann ich nicht wechseln, die ist doch der im Wachturm. Funker, Funkraum. Na komm, dann machen wir doch mal hier. So, komm, was soll's. Komm, wir müssen jetzt einfach sie nehmen, das geht nicht anders. Unser anderer Char muss sich jetzt echt mal ausruhen hier. Und wir müssen sie natürlich jetzt erstmal noch ausrüsten. Die hat ja gar nichts. Und dann müssen wir die Materialien holen. Das ist ja eh nicht so weit weg. Und wir haben ja noch die ganzen Fallen von den Außenposten. Also sollte das eigentlich kein Problem sein. Oh ja, die braucht definitiv einen Rucksack. So, und was hat die denn für eine Waffe? Eine MK3 Target für Sportschützen. Wow, die tun wir mal weg. Und ein Karma, das ist natürlich geil. Wie viele Gegenstände wir hier auch haben, krass. So ein Ding nehme ich nochmal mit, ich glaube, das lohnt sich. Zack. Und, ja, Pistole können wir, glaube ich, keine mitnehmen. Nee, das lassen wir mal lieber. Aber, betäubt den Schmerz nehmen wir mal mit. 2, 3. Und 2 davon. So, das sollte okay sein. Und dann gehen wir jetzt mal da hoch. So, wir nehmen wieder ein zerstörtes Auto. Oder ein halbwegs zerstörtes Auto. Und fahren dann nochmal hier hin. Zack. Hier oben gibt es dann nämlich noch das Benzin. Das müssen wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Das können wir nicht liegen lassen. So, Fire Department müssen wir auch mal reingucken. Feuerwehr hat vielleicht Äxte und sowas in die Richtung. Das wäre geil. Boah, wisst ihr, wie scheiße sich das Auto schon anhört? Boah, Alter! Ich glaube, das hat irgendwie eine gebrochene Achse. Nee, wobei, kann nicht sein. Jawohl! Zeichen von Überlebendenaktivität, geil! So. Ich gucke mich jetzt mal hier noch schnell um. Baustelle, hier war's. Gibt's hier noch eine? Nee. Okay. Neue... Anzahl von Überlebenden entdeckt. Neue Menge von Überlebenden entdeckt. So, und hier war doch jetzt irgendwo... Ach, nimmt sie das Benzin auch mit? Das ist natürlich krass. Warte mal. Nee, das hat sie liegen lassen. Dann nehme ich das mit. Zack. I'm loaded up. See you back at base. So. We'll see you soon. Na du? Boah, Alter, das Karma, wie das reinhaut. So, zack. So, jetzt. Wir können uns hier natürlich nochmal kurz umgucken, mache ich aber nicht. Aufgeblähter Zombie. Zombiejagd. Nee, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Ich werde erstmal die Materialien jetzt sicher abliefern. Und die scheiß Zombies hier mal loswerden kurz. Damit unser Runner hier noch ganz gut durchkommt. Komm, komm, komm. Kaputt. Und... Oh, nicht kaputt. Aber fast kaputt. So. Und nach Hause. So. Und jetzt gucken wir mal. Irgendwo hier muss noch eine Baustelle sein. Zu denen müssen wir jetzt. Wir brauchen nämlich noch ein paar Material... Was war denn das? Alter, ich habe gerade echt gedacht, wir gehen drauf. Oh, oh. Ai, 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 ai. Oh Mann, ey. Ja.
Carolina kommt nach Hause. Keine Überlebenden gefunden. Ach was. Krass. Das ist übel. Das ist richtig übel. Wir brauchen Überlebende. So, jetzt sind alle Autos hier Schrott. Super. So. So, 20 Materialien haben wir jetzt. Wir brauchen das Polizeiauto da vorne. So, plus 15 Materialien. Das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir kurz auf die Map. Hier gibt es bestimmt noch irgendwo. Hier ist noch eine Baustelle. Jawohl. Habe ich mir doch gedacht, dass hier noch eine um die Ecke sein muss. Und da gibt es Materialien. 100%. Was ist denn da? Geh den Hinweisen auf Überlebende nach. Okay, das machen wir gleich. Wobei, das machen wir als erstes. Das ist mir eigentlich lieber. So, gucken wir mal. So, nochmal einen kolossalen Zombie sollen wir erledigen anscheinend. Hey, over here. Na, das sieht mal einer an. I'm not gonna be able to get everything home myself anyways. Give me a hand and I'll split the loop with you. Okay, von mir aus. Diesmal sind wir gut ausgerüstet. So, wir durchsuchen auch gleich mal noch. Aber Fortschritte sammeln geht ziemlich schnell, so wie es aussieht. Und wir finden Lebensmittel. Ja, ist auch geil. Scheint auch... Nee, ist nicht die einzige Ressource tatsächlich. Und da hinten kommen sie, die Zombies. Ja, ja, auf geht's. Oh, sie ist schon fertig, wie krass. So, das lassen wir jetzt einfach mal hier, das Haus. Alter! So, komm. Alter, das gibt's ja nicht. Vor allem, wie viel Schaden die machen. Gut, ist schon irgendwo klar. So. Alter, was? So. Okay, haben wir erledigt. Wir gehen noch kurz rüber zur Baustelle. Auf jeden Fall. So, da will ich nämlich das Zeug auf jeden Fall noch mitnehmen hier. So, mal kurz raus. Ja, ich weiß. Ich weiß. Jawohl. Wow, one hit. Sehr schön. Und rein hier. Und hier gibt es Materialien, so wie es aussieht. Hoffen wir mal das Beste. Komm schon. Sieht doch nach Materialien aus. Da muss doch was drin sein. Jawohl, nochmal zwei. Oh. Okay. Keine Plünderer verfügbar momentan. So, und hier scheinen noch Ressourcen drin zu sein. Die entdecken wir auch mal kurz. Oh, die Carolina hat nochmal 15 Materialien gesammelt. Alter, jetzt kriegen wir aber richtig viel von dem Zeug. So, und hier gibt es noch mehr Materialien, noch mehr Ressourcen. Hier ist nochmal Benzin. So, und da kommt der Zombie. Kommt der hier rein? Der kommt hier rein. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt können wir ja gleich weiter durchsuchen. Und zack. Benzin und einen Molly. Den Molly nehmen wir mal mit. Benzin lassen wir liegen. Wir kommen ja eh gleich wieder hierher. Ey, dieses Karma. Ist ja was für eine geile Waffe. Das ist krass. Vor allem kann die auch richtig kämpfen, die Dings. Unser Charakter. Dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Im Gegensatz zum Samuel, auf jeden Fall. So, sehr schön. Und jetzt weg hier. Erstmal die Überlebende abliefern und dann nach Hause fahren. So. Noch ein cooler Move gemacht. Ja, ich bin awesome. Ich kann hier voll die Driving Skills auspacken. Ja, ich bin gleich zu Hause. Jetzt warte mal. Erstmal fahren wir jetzt zurück und dann bauen wir mal die Betten noch aus. Die Werkstatt braucht ja, es braucht ja alles ein bisschen, ne? Bis das ausgebaut ist. Und dann müssen wir auch mal das Wohnmobil irgendwann besorgen. So, jetzt kommen wir rein hier, Mädel. Let's consider that done. Here. Just like we agreed on. Wir kriegen Lebensmittel dafür, die wir nicht mitnehmen können, leider.
So. Notiz, ihr rockt maximales Vertrauen. Entdeckt neue Nachbarn. Was? Mal, mit denen rede ich nochmal kurz. Hey! What's a good word? Okay. Die sind auch nur zu zweit hier, so wie es aussieht. So, zack. Rucksack von Lebensmitteln, ja, ja, ja. Fahren jetzt erstmal nach Hause. Upsala. Das war ein bisschen zu weit gedreht. So, und jetzt davor und links runter. So, dann haben wir ja auch wieder ein bisschen Materialien abgeliefert. Ach, das baut sich doch alles richtig schön auf, Freunde. Sehr, sehr geil. Zack. Wir legen mal ab. Zack, 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 zack. Hang on. I've got a transmission coming in, I think. You folks got any room at the inn? You might want to go check it out. Oh, wir haben anscheinend freundlich gesinnte Überlebende gefunden. Jetzt bauen wir hier mal noch die Betten aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Zur Schlafbaracke erweitern. Zack. Dauert 29 Minuten. Aber wir haben genug, locker genug Materialien dafür. Und dann suchen wir jetzt gleich mal die Überlebenden. Zack. Wo sind die denn? Ach, die! Ach, was. Den, den wir gerade geholfen haben. Deswegen kommen die jetzt also zu uns, weil wir jetzt maximales Vertrauen bei denen haben. Das ist natürlich geil. Finde ich richtig geil. So, die schnappen wir uns jetzt. Und fahren die nach Hause. Oh, die sind zu dritt sogar. So, kommt zu uns. So, jetzt müssen die jetzt natürlich wieder alles durchsuchen. Ah, die haben hier aber gar nichts. Lass ich mal lieber alles. Bewache die Stellung. Krass, die Hälfte haben sie schon. Ich verbarrikadiere mal nichts, weil das ja auch laut ist. Oh, und da kommen sie. Ah, leck mich! Scheiß Viecher. Aber wie schnell man hier auch down geht, ist halt schon übel. So, Freunde, jetzt sammelt, sammelt schneller. Da kommt schon der nächste Zombie. Jawohl. Wir haben's. Okay. Oh, und da kommen schon die nächsten. Alter! So, jetzt weg hier. Bring die Überlebenden nach Hause. Das machen wir. In der Polizeikarre natürlich. Auf, rein, 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 rein. Gott sei Dank ist es ein Viersitzer und wir haben nicht das Sportauto dabei. Was ja nur ein Zweisitzer wäre. So, da schießt schon jemand. So, komm, Freunde. There you go. Don't say. Und, jawohl. Freundlich gesinnte Überlebende. Geil. Jetzt gucken wir mal. Krass, und jetzt können wir auch die Liste hier erweitern sogar. Alter, drei neue Leute. Sehr geil.